Das Rankerköpfel. Egal ob Skifahren, Touren gehen oder mit 100 Sachen auf der Rodelbahn, das Rankerköpfel im Innsbrucker Umland ist vor allem aufgrund der tollen Aussicht am Gipfel ein geniales Ausflugsziel. Wir haben uns aber die Felle auf die Ski geklebt und nehmen euch heute deshalb mit auf das Rankerköpfel. Los geht's! Wir starten bei der Talstation in Oberperfus. Die Neuschneemassen der letzten Zeit lassen das Umland nach dramatischen Hochgebirge aussehen, dabei sind wir hier verhältnismäßig unter ganz kleinen Bergen. Auch das Rankerköpfel schafft gerade so nicht die 2000 Meter, was aber nicht heißen soll, dass man hier keine sportliche Herausforderung erwarten darf. Aber zu Beginn geht's jetzt erstmal gemäßigt in Richtung Südosten. Wir sparen uns den steilen Aufschwung über die Zweierabfahrt und weichen dem Trubel des frischen Neuschnees über den Waldanstieg aus. Der verläuft etwas weiter östlich der Piste und ist deutlich ruhiger. Naja, aber hin und wieder nutzt den Weg auch jemand für die Abfahrt, aber das stört bei so viel Platz kaum. Direkt im Wald nehmen wir eine Abzweigung nach links und während wir immer wieder mal von überlasteten Bäumen mit Schnee beworfen werden, fragen wir uns schon, wie man bei der gemütlichen Steigung eigentlich noch Höhenmeter machen soll. Nach dem Wald haben wir leider eine Antwort darauf. Die normalerweise präparierten Pisten 1A bzw. 1B und die Skiroute 1 sind noch ganz schön steil. Aber egal, wenn die Motivation versiegt, dann reicht schon ein Blick ins zauberhafte Inntal und man fühlt sich wieder gestärkt. Höhenmeter gilt es auf das Rankerköpfel zu überwinden, vorausgesetzt man wagt sich über die volle Distanz und schummelt nicht mit der Bahn. Aber wir sehen hier eigentlich nur ehrliche und sportliche Tourengeher, wie sich das gehört. Bei den unsicheren Schneeverhältnissen dieser Tage wohl auch besser so. Bei der Mittelstation Stiegelreit angekommen, kommen wir dem Trubel des Skifahrens erstmals näher. Hier tummeln sich viele Skifahrer und alle, ganz Corona-konform, stehen mit ihren Masken in der Schlange für die Gondel nach oben. Klar, ein wenig verlockend ist das schon, solche kleinen Abkürzungen, gut, dass ich meine Maske unten vergessen habe. So geht's jetzt weiter über die blaue 1er-Piste. Die ist wirklich flach, gerade in der Abfahrt wird man feststellen, dass man ohne ausreichend Schwung gar nicht gescheit drüber kommt, aber das kann uns jetzt noch egal sein. Immer wieder machen wir auch kleine Abstecher ins freie Gelände, wenn uns der Skispaß zu spaßig wird. Das geht hier am Rankerköpfel ganz problemlos und bietet nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber grundsätzlich bleiben wir für den flachen und langwierigen Anstieg bis zur Endstation der Gondelbahn auf der Piste. Doch ab hier wird's dann schwierig. Die steile rote Piste direkt hinauf oder über einen blauen Umweg? Naja, Distanz haben wir heute schon genug gemacht, deswegen wollen wir jetzt Höhenmeter machen. Es geht also rechts an der Bergstation der Peter-Anich-Bahn vorbei auf die rote Dreierpiste. Und immer wieder ist es ein Ausblick zum Verlieben. Das Inntal wird immer kleiner, die gigantischen Berge des Karwendels, ja gut, die bleiben groß. Langsam merken wir auch die Höhenmeter in den Beinen,
Die rote Piste auf dem direkten Weg, ohne in Serpentinen aufzusteigen, hat schon so ihre steilen Passagen drinnen. Das kann ich versichern. Und nach rechts darf man auch nicht zu oft schauen, sonst fällt einem noch auf, dass der Schlepplift uns förmlich auslacht, während er die Skifahrer auf den Gipfel zieht. Langsam kommt auch der Rosskogel zum Vorschein, schaut er im Winter und von der Nordseite schon sehr gewaltig aus. Hochgebirge könnte man meinen, dabei ist er nur 2650 Meter hoch und damit immer noch deutlich höher als unser heutiges Tagesziel. Aber egal, wir haben es uns selbst erarbeitet. Und wenn man schon glaubt, das Kreuz, das kommt nicht mehr heute, dann schaut der erste Spitz hinterm Hügel hervor. Da werden wir dann auf einmal richtig schnell. Und keine 5 Minuten später stehen wir oben am knapp 2000 Meter hohen Rankerköpfel und genießen eine tolle Rundumsicht. Wenn euch der heutige Tourenbericht gefallen hat, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!